Also Raymond Thiem ist wieder dabei, zum Glück. Walter Fusser leider noch verletzt. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Wie geht man heute in die Partie rein? Was muss passieren, um die Serie auszugleichen? Ja, die Mannschaft weiß ganz genau, was es braucht zum Sieg. Jeder Spieler hat seine genauen Aufgaben. Wenn wir die hundertprozentig erfüllen, dann werden wir heute das Spiel auch drehen. Soweit also die Einschätzung von VUU-Co-Trainer Michael Rossi. Und dann ging es auch schon los. Das zweite Halbfinalspiel der FBI VUU Feldkirch gegen die in der Best-of-Five-Serie mit 1:0 führenden Grazer. Von Beginn an lief an diesem Abend für die Feldkircher Mannschaft nicht viel zusammen. Und so spielten sich die Gäste aus Graz in der vierten Minute schon auf der rechten Seite in der Hälfte der VUU. Stefan Bacher assistierte winzig. Er zog ab und ließ das Netz das erste Mal zappeln. 3 Minuten und 48 Sekunden waren exakt gespielt und die VUU stand schon mit dem Rücken zur Wand. Benjamin Patrick musste in Minute 9 2 Minuten pausieren und die Hausherren waren gewillt, dieses Powerplay zu nutzen und bombardierten das eine ums andere Mal das Tor der Grazer. Scheiterten aber immer und immer wieder an ATSE Graz, Schlussmann Alessila. Auch beim zweiten Powerplay machten die Feldkircher Druck und hatten den Drang zum Tor. Die Chancen zum doch so wichtigen Ausgleich wurden aber nicht verwandelt. Und so gab man den Gästen aus Graz das eine ums andere Mal wieder die Chance, den Vorsprung zu erhöhen. In Minute 16 war es dann auch soweit. Der Sieger des Grunddurchgangs traf durch Polros, der völlig allein gelassen war, zum 0:2. Patrick Machreich chancenlos im Tor der Hausherren und so ging es dann auch mit 0:2 das erste Mal in die Kabinen. In der ersten Drittelpause stand der verletzte VUU-Crack Martin Mallinger noch für ein Interview bereit. Ja, es läuft noch nicht rund. Wir haben 3 Bauer-BK-Tore geschossen. Siho, Klermanko, Garz agiert ganz gut, die überwindende Mittelzone sehr schnell. Und ja, Vorteil ist, dass wir jetzt noch 40 Minuten Zeit haben, um das Tor oder die 2 Tore wieder aufholen. 40 Minuten blieben also noch, um den 0:2 Rückstand aufzuholen. Der Wunsch blieb allerdings nur ein Wunsch, denn die Hausherren fanden auch im zweiten Drittel nicht von Beginn an ins Spiel, ganz im Gegenteil aber wieder die Grazer. Denn sie bauten ihre Führung durch Andreas Kleinheinz auf 0:3 aus. Lediglich 2 Minuten waren gespielt und die FBI VUU Feldkirch stand unter Schock. Dann aber doch noch ein Lebenszeichen der Hausherren. Zur Mitte des Drittels enteilte Marco Ferrari der Grazer Defensive und wurde vor dem Tor zu Fall gebracht, da er dabei unsanft in den Torpfosten prallte und kurzzeitig zur Behandlung vom Eis musste, trat Daniel Gauthier zum fälligen Penalty an und verwandelte ihn. Mit einer tollen Körpertäuschung hatte er Alessila im Grazer Tor überlistet. Der 1:3 Anschlusstreffer durch Daniel Gauthier in der 36. Spielminute ließ die VUU Cracks wieder leben und weckte auch gleich den Kampfgeist. Leider vergab man in dieser Phase zu viele Chancen auf den Anschlusstreffer und so stand es zur Pause immer noch 1:3 für die Gäste aus Graz. Im Schlussabschnitt vergaben die Montfortstädter wiederum zu Beginn ein Powerplay ungenützt, erhöhten den Druck auf das Grazer Tor, aber was automatisch auch zu Konterchancen der Grazer führte. Eine dieser Chancen nutzte Benjamin Patrick zum vorentscheidenden 1:4. Zwei Minuten später erzielte Marc Colleoni mit einem satten Schuss das zweite VUU-Tor des Abends. Damit hatte der Meister sein Pulver aber verschossen und musste zum Schluss noch einen Empty-Net-Treffer zum Endstand von 2:5 hinnehmen. Somit stellte der ATSE Graz im zweiten Spiel der Best-of-Five-Serie im Halbfinale gegen die FBI VUU Feldkirch auf 2:0 und somit ist die Aufgabe für die FBI VUU Feldkirch für das kommende Auswärtsspiel klar. Ein Sieg muss her. Ja, dass wir die ersten 30 Minuten nicht am Feld planen. Wir waren im ersten Drittel katastrophal und so kannst du gegen eine gute Mannschaft kein Playoff-Spiel gewinnen. Ist es zu leicht zu sagen, wenn man meint, es ist einfach nicht zusammengelaufen? Ja, muss man zuerst das Video anschauen, was alles da genau passiert ist. Sicher sind einige Sachen zusammengelaufen. Gleich wieder mit der ersten Strafe das Gegentor kassiert, noch dazu war es abseits. Aber das sind alles keine Ausreden. Da müssen wir drüber stehen, müssen wir weiter marschieren. Es ist uns erst ab der, zu ca. 30. gelungen, dann sind wir besser ins Spiel gekommen und den Anschlusstreffer geschafft und dann auch ein paar Chancen gehabt. Dann aber, glaube ich, auch das nötige Spielglück gefehlt. Aber sind alles keine Ausreden. Wir waren heute nicht über 60 Minuten da und darum haben wir verloren.